Hallo, ihr seid richtig. Herzlich willkommen bei Optionsstrategien TV. Und ihr seht das Thema heute schon. Aktien vermieten und darauf 24% Gewinn im Jahr machen. Geht das? Geht das nicht? Was steckt dahinter? Wir sprechen jetzt drüber. Also, ihr habt es vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen mitbekommen, wenn ihr genauso wie ich immer mal schaut, was ist denn momentan so unterwegs, was wird auf YouTube angeboten, für was bekommt man E-Mails und so weiter. Und in letzter Zeit habe ich ganz häufig E-Mails bekommen, solche, naja, man kann schon fast ein bisschen sagen, Spam-E-Mails, wo genau dieses Thema angeboten wurde, nämlich, wie wird man automatisch reich, indem man Aktien vermietet und damit bis zu 24, ich habe auch eine bekommen, glaube ich, bis 50% Gewinn im Jahr machen kann. So, jetzt bin ich natürlich ein neugieriger Typ und habe mir das mal ein bisschen angeschaut, diese Videos. Ganz ehrlich gesagt, manchmal muss man sich da Videos reinziehen, um darauf zu kommen, was es geht. Da tut es einem schon alles weh, was man da so hört. Aber dahinter steckt natürlich eine ganz, ganz einfache und simple Geschichte. Und zwar, um was geht es denn im Grunde genommen? Alles, was hier immer angeboten wird, ist eigentlich nichts anderes als Covered Call Writing. Das heißt also, Covered Call Writing, ihr kennt das, ist ja nichts anderes, als dass man Aktien kauft und auf die Aktien dann Optionen schreibt. Und wenn wir uns das mal ein bisschen näher anschauen, was die Jungs, die das jetzt so promoten, unterwegs sind, dann sieht das im Grunde genommen immer so aus. Also ich erkläre euch immer Folgendes. Die sagen immer, du kaufst irgendeine Aktie. So, also du kaufst hier eine Aktie und dann vermietest du diese Aktie. Und mit vermieten sagen die dann nichts anderes, als dass du sagst, du gibst quasi einem Käufer das Recht, die Aktie zu einem höheren Preis kaufen zu können. So, also machen wir mal ein Beispiel. Du hast ja eine Aktie, die kostet irgendwie $80. So, und jetzt würdest du beispielsweise einen 85er Call verkaufen, was weiß ich, für $2. So. Und wenn eben jetzt innerhalb der nächsten 30 Tage der Preis unterhalb der 85 bleibt, dann hast du ja hier diese $2 verdient, was ja ungefähr 2,5% sind. So, und dann sagen die, das kannst du dann den nächsten Monat wieder machen, das kannst du dann den nächsten Monat wieder machen und den nächsten wieder, und so kriegst du automatisch immer mehr Geld. Und dann wird immer noch so ein Worst-Case-Szenario quasi beschrieben, nämlich es wird gesagt, okay, was ist denn, wenn die Aktie jetzt aber tatsächlich hier mal oben drüber geht und ich hole mir schnell einen anderen Stift. Ja, da bin ich wieder mit dem roten Stift. Und was passiert denn jetzt, wenn hier, also hier die Aktie ist hier jetzt bei 80 und hier ist der geschriebene Call. Was passiert denn, wenn es hier oben drüber geht? Und dann wird eben das Ganze gesagt, okay, dann verdienst du eben noch diese $5 extra, also hast dann $5 plus eben hier diese $2 und dann hast du $7 verdient. Das heißt also, in einem Monat hast du fast 9% Rendite gemacht. So, das Ganze hört sich ja jetzt erstmal relativ nachvollziehbar an, und wer ein bisschen noch unbedarft ist im Börsenhandel und auch im Optionshandel, wird sagen, Mensch, das ist doch eine super Idee, das mache ich. Ihr wisst aber, wenn ihr euch schon ein bisschen länger mit Covered Calls beschäftigt, dass es bei Covered Calls nicht ganz so einfach ist. Denn machen wir uns nichts vor, wenn es so einfach wäre, 25% im Jahr zu machen oder 30 oder 40, was die Jungs dann immer so in ihren Werbebotschaften raushauen, dann frage ich mich, warum dann der schlauste oder einer der besten Investoren der Welt, Warren Buffett, im Jahr nur 19% geschafft hat. Ich meine, der hat Aktien, der könnte ja alles verkaufen, da könnte ja permanent solche Optionen verkaufen, warum macht er das dann nicht? Ne? Und da muss man einfach mal ein paar Dinge ein bisschen ins rechte Licht drücken. Nummer 1. Meistens sind die Prämien, die hier genannt werden, viel zu hoch. Also jeder von euch, der ein bisschen Covered Call Writing schon mal gemacht hat, der weiß, wenn ich eine Aktie kaufe, die bei 80 steht und ich habe einen 85er Call, dann wird das selten so sein, dass ich da innerhalb von 30 Tagen $2 verdienen kann. Sondern wir reden dann eher um die Größenordnung von 30, 40 Cent. Das wäre jetzt aber gar nicht das Problem, weil man könnte ja auch einfach mit dem Strike näher herangehen und so weiter und so fort. Aber beim Covered Call ist es natürlich so, dass, wo liegt das Risiko? Das Risiko beim Covered Call liegt immer eben nicht im Call, sondern immer hier in der Aktie. Denn
was würde es euch denn, wenn ihr diese einfache Methode so nehmt, was würde es euch denn nützen, wenn ihr sagt, ihr kauft die Aktie, verkauft hier selbst für 2 Dollar so ein Covered Call und am Ende des Monats steht die Aktie bei 70. So, dann habt ihr nämlich euer Konto nicht um 2,5% gesteigert, sondern ihr habt hier 10 Dollar verloren, da 2 gewonnen, ihr habt trotzdem noch 8 Dollar verloren, ihr habt 10% Minus gemacht. So, und das sagen diese ganzen Jungs nicht. Und was mich so ein bisschen skeptisch macht an dieser ganzen Milchmädchenrechnung, die da aktuell kommt, ist ganz einfach das, dass man immer so tut, als gäbe es nie Rückschläge an den Aktienmärkten. Covered Call Writing ist eine wirklich wahnsinnig tolle und sichere Methode, um Geld zu verdienen, wenn man es richtig macht. Und was, glaube ich, jetzt aber hier immer vergessen wird, ist, dass die meisten Investoren mit diesen 0815-Regeln, die sie hier gezeigt bekommen, ne, was dann immer nicht bedacht wird, was mache ich denn, wenn wir mal in einen Bärenmarkt kommen? Also stellen wir uns das ganz einfache Beispiel vor, und wir müssen es jetzt nicht mal übertreiben und sagen, irgendwie die Märkte brechen jetzt irgendwie 50-60% ein, so wie das während der Finanzkrise war. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir einfach mal jetzt, nachdem wir 5 Jahre Bullenmarkt hatten, dass wir auch mal wieder vielleicht eine 20% Korrektur bekommen. So, und wenn wir dann sagen, okay, wir haben hier Aktien und plötzlich, wir wissen doch, die Masse der Aktien bewegt sich genau wie der breite Markt. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber die Masse wird sich genau wie der breite Markt bewegen. So, und dann fällt plötzlich so eine Aktie hier mal 20%. Und wir wissen doch auch immer, die Calls, die wir hier oben schreiben, die sind immer billig. Calls sind immer sehr, sehr billig. Warum? Das hängt mit der Volatilität zusammen, dem Skew. Puts sind teuer, weil sich jeder absichern will. Nach oben sichert sich niemand ab. Das heißt, für dieses Risiko minus 20% werden die meisten überhaupt nicht adäquat bezahlt. Jetzt ist es überhaupt kein Problem, dass die Märkte 20% fallen können, und in einem Langfristdepot kann man dennoch weiterhin Covered Calls schreiben. Aber stellt euch mal Folgendes vor. Diese ganzen Promoter von diesen Dingen, die sagen, das ist doch überhaupt kein Problem. Du fängst halt hier an, Calls zu schreiben. Und wenn die verfallen sind, dann schreibst du noch ein bisschen tiefer. Und wenn die verfallen sind, dann schreibst du noch ein bisschen tiefer und so weiter und so fort. So, also das heißt, runter zu immer weiter schreiben. Klingt logisch, oder? Aber wir wissen doch eins, irgendwann ist unten der Punkt erreicht, wo das Tief da ist. So, und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr habt für 10.000 Dollar... Für 10.000 Dollar habt ihr Aktien gekauft, okay? Und jetzt habt ihr die immer fair optioniert und ihr habt vielleicht im Monat, ja, was weiß ich, lassen wir es doch wirklich mal so sein, ihr hättet 1-2% jeden Monat bekommen. So, also sagen wir mal, ihr habt noch einen Tausender drauf bekommen. So, noch 1.000 Dollar habt ihr dazu bekommen. Und jetzt irgendwann dreht der Markt auch wieder, und wenn er jetzt weiter Covered Calls schreibt, was wird dann gemacht? Dann werden euch die Aktien hier unten weggenommen. Die Aktien sind mittlerweile hier runtergefallen auf 8.000 Dollar. So, das heißt, ihr habt 8.000 Dollar quasi noch da. Der Wert der Aktie ist noch 8.000 Dollar. Und dann wird ihr euch bei, weil ihr hier oben im Korn geschrieben habt, bei 8.100 weggenommen. So, und dann habt ihr hier 10.000 Dollar, habt 8.000 Dollar für 8.100 verkauft. Das heißt, habt ihr 1.900 Dollar Minus gemacht. Auf die 1.000 Dollar Optionen müsst ihr Steuern zahlen. Die beiden Dinge könnt ihr nicht miteinander verrechnen. Und am Ende steht ihr da und habt einen Verlust. Ein guter Händler weiß, was er in so einer Situation macht, dass er könnte wieder neu kaufen, er könnte verlängern und so weiter und so fort. Aber mir geht es darum, dass diese Milchmädchenrechnungen, die jetzt momentan so Mode sind, ne, dass plötzlich alle auf diese Idee kommen, Mensch, super Idee, wir halten mal Aktien und verkaufen einfach Covered Calls auf, dass das eben nicht funktioniert. Ich kenne ein paar Händler, die das machen. Gerade jetzt habe ich erst wieder einen zu Besuch gehabt, Nils. Falls du das hörst, viele Grüße, die das hochprofessionell machen, die da ein ganzes System entwickelt haben. Aber wenn ihr euch deren Regeln anschaut, ne, dann geht das schon mal los bei der Auswahl der Aktien, bei der Auswahl der Optionen, der Laufzeit der Optionen, wie man die Optionen eventuell rollt oder nicht rollt. Und das muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr sinnvolles Konzept, wo man tatsächlich zwischen vielleicht 1,5-2,5% im Monat Cashflow erzielen kann. Aber wer jetzt denkt, dass auf so ein Seminar geht, wo in irgend so ein, naja, sagen wir mal, so ein Verkäufer da irgendwas rüberbringt,
dass es quasi an einem Nachmittag zu lernen ist, wie man jede Woche oder jeden Monat 2-3% hat, dann kann ich euch schon jetzt sagen, derjenige, der das macht, der wird sein Geld verlieren. Weil der Scharlatan, der da vorn steht und das erzählt, der hat nämlich auch keine Ahnung. Der macht das nämlich gerade, weil es gerade mal angesagt ist. Und wenn es alles runtergeht, dann macht er in 2 Jahren wieder Daytrading-Seminare oder sonst irgendwas anderes. Und deswegen meine Bitte an euch, Covered Call ist wirklich eine tolle Geschichte. Mit Covered Call Writing kann man als gerade konservativer Investor wirklich eine Menge Geld verdienen, wenn man es richtig macht. Aber man muss sich damit beschäftigen. Es gibt im Covered Call Writing ganz verschiedene Ansätze. Es gibt Covered Calls, die man wirklich dazu nutzen kann, monatlich Geld zu verdienen. Dann kann man das aber nicht in jeder Börsenphase machen. Dann muss man das vielleicht kombinieren mit Short-Put-Strategien. Und dann gibt es Covered-Call-Strategien, die eher als Cashflow ausgelegt sind, so ähnlich wie das Vermieten eines Hauses. Dann muss man auch wieder anders rangehen. Dann muss man vollkommen andere Aktien nehmen. Dann muss man ganz andere Dinge machen. Und wenn euch das interessiert, dann beschäftigt euch damit. Es gibt da bei uns Möglichkeiten, es gibt da woanders Möglichkeiten. Also es gibt da viel gute Sachen. Aber immer habt bitte immer diesen Hintergedanke oder behaltet es immer im Hintergedanken. An der Börse wird kein Geld verschenkt. Und schon gar nicht, weil irgendwelche windischen Verkäufer euch jetzt quasi zeigen wollen, dass man mit 10 Minuten am Tag 25% im Jahr macht. Okay? Und denkt immer dran. Ihr kennt diesen Spruch, ne? Wir traden eben nicht für den Jackpot und 25% im Jahr in jeder Marktphase, ohne was zu machen, stetig nach oben, ne? Das wäre ein Jackpot. Und das hat noch nie funktioniert und das wird auch nie funktionieren. Sondern ihr wisst, für was wir traden, fürs regelmäßige Einkommen. Und wer Einkommen haben will, der muss sich halt ein bisschen informieren. Fallt also nicht auf diese Gauklereien, die euch da irgendwas versprechen, sondern wenn euch Covered Call Writing interessiert, dann lernt die Grundlagen, lernt die Basics und dann ist das wirklich eine wahnsinnig tolle Strategie. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, euer Jens.